Spike, du bist ja ein Genie. Ja, ein Genie. Dann wird es so gemacht. Shining Armor und ich gehen jetzt direkt zum Schloss und ihr beide geht jetzt sofort zu Sunburst. Ei, ei, Prinzessin. Aha. Alles klar, großer Bruder. Dann sehen wir uns mal das niedliche Babypony an. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst. Aber ich bin sicher, Twilight hat an alles gedacht. Nur wahrscheinlich nicht, dass ich alles andere lieber tun würde als das. Oh, ich wette, das hat sie auch berücksichtigt. Das gehört sicher zur Lektion. Vertraue deiner Lektion. Ja. Hey, das bist ja du. Oh, ja, so ist es. Gut. Auf der Liste steht, dass Sunbursts Haus in der... Wo steht eine Statue von dir im Kristallkönigreich? Na, weil Spike, unser mutiger und glorreicher Held, uns alle vor König Sombra gerettet hat. Und dann nochmal bei den Equestria spielen. Wirklich? Wirklich. Ich bin dein Fan. Und wann wolltest du mir davon erzählen? Ja, war keine große Sache. Natürlich war das eine große Sache. Das reicht. Wir beide gehen nirgendwo hin, bis ich nicht die ganze Geschichte kenne. Bevor wir reingehen, sollte ich dich vielleicht doch lieber vorwarnen. Das Baby zu sehen, wird dich eventuell schockieren. Komm schon, großer Bruder. Ich habe schon Babys gesehen. Und ich wette, dieses wird nicht sehr anders sein. Tja, ich glaube, ich habe mich da vertan. Das Baby ist ein Alihorn? Sieht wohl ganz danach aus. Aber ich dachte, Alihornflügel muss man sich verdienen mit einer großen Prinzessin in würdigen Tat. Ja, wie kann man einfach damit geboren werden? Die Geburt eines Alihorns hat es in Equestria noch niemals gegeben. Es übersteigt unser Wissen und Verständnis. Das klingt ja nicht gerade sehr beruhigend. Wow, ein Einhorn und ein Pegasus. Vielleicht ist sie eine super gute Fliegerin und besitzt irre Babymagie. Nun, ich weiß alles über super gutes Fliegen. Und ich kann ihre Magie im Auge behalten. Ihre Magie scheint stärker zu sein als die Magie eines neugeborenen Einhorns. Die Zuschauer sind schon alle versammelt. Diese Kristalltaufe wird eine super irre Party. Meint ihr, wir sollten sie lieber absagen? Ich denke, wir haben schon Schlimmeres erlebt als Babymagie. Ich finde nicht, dass man so eine wunderschöne und wichtige Zeremonie wegen etwas so Liebenswertem absagen sollte. Genau, meine Rede. So traurig. Angesichts der Fähigkeiten der Kleinen ist die Kristalltaufe wichtiger als je zuvor. Du solltest dich an deine Untertanen wenden und sie daran erinnern. Mhm. Shining Armor, hast du alles, was du für die Zeremonie brauchst? Huh? Oh nein! Ich muss die Ehrenwachen bestimmen, den Reinheitskristall wählen und wer wird Kristallpate? Alles gut, beruhige dich. Pinky und ich werden zusammen auf das Baby aufpassen. Und wir helfen dir inzwischen bei allem anderen. Mann, Babytaufe. Er muss nur lange genug wach bleiben, um uns zu sagen, wie. Und so haben wir das Kristallherz gefunden, König Sombra besiegt und das Königreich gerettet. Ja! Wir lieben es, Mike! Ja! Erzähl die Geschichte von den Equestria-Spielen. Naja, so gern ich auch an meine Heldentaten zurückdenke, Starlight und ich haben eine wichtige Aufgabe vor uns. Ein Befehl der Prinzessin der Freundschaft. Ach komm schon, Spike. Ich würde die Geschichte auch zu gern hören. Du hast zwar Angst vor dem Treffen mit Sunburst, aber hier bei Schritt 3 steht, hab den Mut, dich deinen Ängsten zu stellen. Du darfst es nicht aufschieben. Ach, gut, dann bringen wir es hinter uns. Warte! Was? An die Tür zu klopfen ist nicht der nächste Schritt.
Wirklich nicht? Twilight ist zwar oft ein bisschen kleinlich, aber das hier ist deine erste Lektion. Und da wollen wir doch alles richtig machen. Na schön. Was steht als nächstes auf der Liste? Bevor sie sich wiedersehen, muss die Bedeutung dieses Treffens hervorgehoben werden. Diesen Punkt können wir sicher überspringen. Naja, ich weiß nicht. Wenn wir den überspringen, könnte alles schiefgehen. Und dann machst du einen Riesenschritt zurück und nicht nach vorn. Und vielleicht kannst du dann nie etwas über Freundschaft lernen. Es kann sein, dass deine ganze Zukunft von diesem wichtigen Moment abhängt. Bedeutung des Treffens hervorgehoben, erledigt. Und diesen Punkt wolltest du überspringen.